Hallo, ich bin mal wieder da. Ich wollte jetzt eigentlich das Video zur Renovierung von der Wohnung eigentlich zuerst hochladen, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Also mit Renovieren schon. Aber der Rest in der Wohnung ist noch immer noch Chaos, da ich jetzt letzte Woche etwas krank war und vor der Spätstimme mitgelegen habe. Und heute geht es mir relativ gut. Und daraufhin werde ich jetzt mal ein Video in Angriff nehmen, was ich eigentlich auch schon vor etlicher Zeit geplant habe. Immer irgendwas dazwischen kam, weil da, wo ich es drehen wollte, ist mir aus ja unerklärlichen Gründen, ich weiß immer noch nicht wie, mir das Augenlid hier hinten eingerissen. Und daraufhin habe ich auch eine ganze Woche lang kein Mascara getragen. Und darum geht es nämlich heute, um Mascara. Und zwar, ich habe mir, oh, das ist etwas dreckig, egal, von Essence diesen Forbidden Volume Mascara, den Rebel, mit Topcoat. Das ist, sollen irgendwie spezielle Fasern sein in diesem Topcoat, den man über jeden Mascara drüber tragen kann. Und das soll irgendwie viel mehr Volumen und sowas machen. Und das werden wir heute mal ausprobieren. Das war bei uns bei DM in so einem Set. Ich habe nur den Mascara bezahlt mit 2,95 und der Topcoat war im Preis mit drin. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Bürstchen ist. Ob das ein Gummi oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Da, wie seht ihr noch zu ist. Und ich habe es auch noch nicht reingeguckt. Ich werde jetzt mit euch zusammen das Ganze aufmachen. Ich habe mich wirklich noch nicht getraut reinzugucken, weil so ist denn die Überraschung für uns alle etwas größer. Ich habe es heute mit Quatschen. So, zuerst den Mascara. Forbidden Volume Mascara gibt es in Rebell und Normal. Der Rebell soll angeblich noch schwärzer sein als der andere. Habe ich jetzt keinen Vergleich, so kann ich euch nicht genaueres zu sagen. Mascara für ultimatives rebellisches Volumen. Verträglichkeit augenärztlich getestet. Das Übliche halt wieder. Und dann diesen Forbidden. Ah! So. Forbidden Volume Top Coat. 4/ Mascara Top Coat. Was haben wir hier dazu? Mascara Topcoat mit schwarzen Fasern für einen intensiven Faultless Volume Effekt. Kann über jeden Mascara aufgetragen werden. Augenärztlich getestet, wie immer. So, wir fangen am besten mal mit dem Mascara an. Den werden wir jetzt mal öffnen. So. Ah, okay. Der ist. Ja, ich hoffe, man kann es erkennen. So leicht gewellt. Richtig cool. Also, ich finde den schon mal genial. Aber ich glaube, der hat sogar schon, wie es aussieht, so paar leichte Fasern. Sah das zumindest danach schon aus, dass der schon diesen Fasern mit drin hat. Und dann gucken wir uns jetzt mal diesen Topcoat an. Okay, das ist eine ganz normale kleine Bürste. Und kann man es erkennen? Ja. Diese ganz kleinen schwarzen Fasern. Das ist cool. Und das werden wir jetzt auch mal zusammen ausprobieren. Ich habe jetzt kein Spiegel da. Das nervt mich jetzt gerade ein wenig. Moment, ich muss Spiegel holen. So, habe mir jetzt meinen kleinen Spiegel geholt. Und dann werden wir das Ganze noch mal versuchen. Also viel gibt da jetzt nicht unbedingt ab. Ich finde, also, oh Gott. Ich habe zwar relativ große Augen, das heißt relativ große Augen, aber ich finde die Bürste irgendwie recht groß. Also eine ganz großen Bürstchen sind nicht unbedingt meins. Also ich habe eigentlich auch immer große Bürsten. Okay, habt ihr etwas falsch gehabt? Jetzt macht es sich doch gut. Das ist, glaube ich, auch alles einfach nur eine Übungssache mit diesen Bürstchen, weil die so gewellt ist und dadurch doch etwas ja ungewohnt ist, sage ich mal. Sonst habe ich immer nur diese Gummibürstchen.
Und ja, na gut. So. So, also die Mascara habe ich jetzt drauf. Ich werde mal die anderen auch noch mitmachen, wo wir einen Vergleich haben. Wartet. Damit wir hinterher einen Vergleich haben, welche Seite jetzt, dass man das mal sehen kann. Also, ja, damit wir das sehen, welcher jetzt so aussieht und anders. Ich beschmier mich heute wieder ohne Ende. Oh, es ist zum Kotzen. Na egal, ist nicht so schlimm. So. Also der macht schon ja, coole Wimpern. Aber ich muss sagen, ich finde es ja, Volumen. Ja, etwas. Aber von der Länge her, mir fehlt wirklich die Länge bei meinen Wimpern. Ich habe zwar, ich habe immer einen teuren Mascara und das macht sich doch dann schon etwas bemerkbar. Aber es geht ja nicht um den anderen, sondern es geht jetzt so um diesen von Essence. So, das ist jetzt so der Vergleich, weil ich habe ein bisschen drüber geschmiert, aber verzeiht mir bitte. Ja, naja gut, wir werden einfach mal diesen Topcoat drüber machen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also mit Topcoat sieht das schon richtig geil aus, ehrlich gesagt. Ja, das sieht wirklich aus wie so richtig schöne falsche Wimpern. Also gefällt mir. Ich find's gut. Ja, sieht man noch mal den Unterschied. Ich werde mal die Kamera ein bisschen hochnehmen, manchmal. So. Also, ihr könnt ja jetzt den Unterschied erkennen. Und ich muss sagen, hier habe ich jetzt diesen Topcoat drüber gemacht und hier ist er jetzt nicht drüber. Und okay, die Kamera kommt vielleicht nicht ganz so schön raus, aber in der Natur finde ich es sogar noch etwas schöner. Ehrlich gesagt, ich finde es. Ja gut, ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Ich glaube, nochmal nachkaufen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das kann sich ändern. Ich werde jetzt sicherlich noch etwas ausprobieren, den Mascara, weil oft, ich habe schon von vielen Mascaras beim ersten Mal gedacht, so, nicht so prickelnd. Aber dann hat es mir doch relativ gut gefallen, weil manchmal dieses Bürstchen ist, was ich sonst nicht benutze. Und da immer mich mit dem Börschen anfreunden muss und dann muss ich sagen, muss ich es ganz cool finde. Also ich werde es weiter ausprobieren und werde euch dann definitiv noch in Kenntnis setzen, was ich von dem Mascara insgesamt halte. Ich werde auch den Topcoat mit meinem Mascara von L'Oreal noch ausprobieren und werde da sicherlich noch bei Instagram ein Vorher-Nachher-Foto sicherlich auch noch mal posten und dann können wir ja mal gemeinsam schauen, wie es aussieht. Ich muss jetzt ja gleich los zur Arbeit. Noch Wäsche aufhängen, dann muss ich los zur Arbeit. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mua.